Balken? Ja, der nützt mir ja nichts. Kriege ich auch so schwer darüber. Aber dann kannst du nach Christian her das Tor besser auf. Ja. Aber erstmal müssen wir den Hirschkadaver irgendwie. Tja. Das ist so eine Trittleiter. Weil die kannst du nicht nehmen, ne? Nee. Was ist denn mit der links? Das sieht auch aus. Links sah auch aus wie so eine Leiter nach oben. Jetzt. Von jetzt aus gesehen rechts. Rechts. Noch weiter. Nee, nee, rechts ist das andere rechts. Rechts. Noch weiter rechts. Da. Geh mal da drauf zu. Und dann guck mal nach rechts. Weiter, weiter. Was? Noch weiter, noch weiter. Ich weiß nicht. Ach so. Ja, ich dachte, da könntest du, weil, guck mal, da sind ja da unten wie so kleine von diesem Tisch so kleine Stufen. Und ich dachte, da könntest du vielleicht dich irgendwie noch ein bisschen hoch und dann da hochziehen oder so. Ach so, ach du, oh, du hast ja Ideen. Ja, war halt so ein Gedanke. Ja. Kannst du da nicht hochspringen? Ich will das nicht. Irgendwas muss doch hier sein. Kann ich mich an dem Geweih hochziehen? Ja, genau. Wo ich doch diese Balken. Aber wie soll ich das? Naja, aber du kannst ja vielleicht einen darüber ziehen, dann kannst du da drauf stellen, dann ist ja ein Stückchen höher. Guckst du mal gerade ans. Haben wir das Seil noch? Oder ist das schon wieder? Wir haben doch den Greifhaken, kann man den nehmen? Kann den da oben an diese. Da oben ist noch eine Leiter, guck mal. Diese rote. Ja, die haben wir doch eben runtergezogen. Ja, die haben wir doch runtergezogen. Ach so, ja, aber. Die haben wir ja runtergezogen, die war ja oben. Verwirrt. Ja, eben, das haben wir ja. Und der holt hier diesen Greifhaken immer alleine raus, wenn er den braucht. Das heißt also. Haben wir irgendwas zum Schieben? Kiste ist auch keine was, da. Das Einzige, was sich hier bewegen lässt, sind diese Dinger hier. Keine Ahnung, was ich damit. Komm, Chaka. Jetzt komme ich über das Ding nicht drüber. Also, sag mal, Leute. Ich dachte aber auch gerade, dass da irgendwas geleuchtet hat, ja, aber ne? Doch nicht, ne? Ja, nee, ist von außen. Und springe und dann haut er dich auch nicht ran, ne? Nee. Nee. Oder der Tisch da hinten geht auch nicht? Nee. Haben wir alles schon probiert. Ein Scheiß, ey. Und verwirrt. Oh, schleppen. Schlepp. Oh Gott. Das ist geil. Das ist unfassbar. Der müsste doch da dran kommen. Es geht doch gar nicht. Ja, finde ich auch. Gott, das gibt's doch gar nicht. Das Piepen macht mich irre. Ja. Und da dranlegen kannst du auch nicht. So weit hochheben kannst du nicht an die Leiter. Ja, das ist halt das Problem, das mit dem Hochheben. Das... Na. Go, 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 go. Sei stark. Ja. Auch ein Stückchen.
Friemel. Nein. Ja. Ja, vielleicht kannst du jetzt da hochgehen. Oh nein. Ja. Da lässt er mich nicht drauflaufen. Warum denn nicht? Was? Mein Gott, er kann auch garantiert balancieren. Toll. Oh nein. Blüht man nicht. Verdammt. Oh, guck mal, kannst du da. Warte. Warte, beweg dich nicht so viel, sonst verwirrst du mich. Geh dich mal ganz langsam. Ja, Moment, ich mach mir kurz einen Drink, dann kannst du mir schon mal jetzt sagen, in welche Richtung ich mich drehen soll. Da, wo diese wo diese Tücher runterhängen. Also nicht an der Wand, sondern an diesem Tischchen, das Tuch. Das sah aus, als wenn daneben so ein kleines Loch ist. Vielleicht kannst du da irgendwas reinkriechen. Vielleicht ist da irgendwo was. Reinkriechen? Na gut. Oder reingreifen oder so. Ich trinke erstmal einen Schluck. Ich habe einen ganz trockenen Mund gerade. Ja, so einen schweren Holzdings da habe ich bewegt. Ja. Man Durst. Nee, kann man nicht. Schade. Ich dachte, da könnte man rein untergreifen, weißt du? Das sah so aus. Oh, dann nicht. Mann, das gibt's doch gar nicht. Das macht mich ja schon wieder irre. Wieso geht die Tür denn nicht? Die hat doch gar kein Schloss dran. Ach, da oben. Ja. Ja, genau, deswegen müssen wir auch da hoch. Ja, da hängt auch der Herrsch dran. Wahrscheinlich, ja. Ja, so sieht das leider aus. Oh Mann. Und von draußen kommen wir da auch nicht dran, oder? Wir müssen dafür erstmal wieder nach draußen kommen, das ist ja auch nicht so einfach. Die kann man auch nicht verschieben, die Bank, nee, kann man nicht. Nee. Also wir haben ja hier jetzt, hatten wir ja noch diesen Bolzenschneider gefunden. Ne? Ja, gut, den kann man später erst verwenden. Ja, wer weiß, vielleicht kann man ihn hier schon irgendwo anwenden. Weil irgendwas muss ja nun mal... Ah, was ist mit der Tür? Ja. Das ist mal die Frage, was ist mit der Tür? Ja, da ist er. Eine Kiste! Dann kommen wir auch auf die Leiter. Holzbalken durch die Gegend am Schleppen. Ja, das wissen wir auch jetzt, ey. So schlau sind wir auch, ja. Du hättest vorher mal schlauer sein können, Typ. Ja, echt, ey. Als wir auch blöd waren. So. Komm mal mit dir. Quiek. Aber es kann ja keiner sagen, wir wären nicht kreativ, ne? Wir haben ja nur echt alles ausprobiert. Ja, ja, eben. So. Dann schneiden wir mal das Seil. Mit dem Messer das Ding durchschneiden, genau, da gucken. Ah, da oben. Puff. Mal gucken, ob noch was hier liegt. Nein. Dann kümmern wir uns wieder um den Hirsch. Ja. Nur das, was da drin ist. Nicht da reingreifen. Oh Gott. Der muss da jetzt bestimmt reingreifen. Nein, mach's nicht. Nein, mach's nicht. Oh, this is sick. I think I'm gonna puke. Ja, ich auch. Sieht gut aus. Oh, falsche Taste. Boom. Oh Mann. Das ist Sicherung. Ja, natürlich. Ja, gar, also.
Das war's jetzt, oder was? Why was it in? Fuck, what if the Soviets sent someone to follow us? Well, there's the fuse. So the fucker who gutted the animal has also been in our house. In our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got God. Oh, du musst die Sicherung nochmal rotieren, ne? Basement and turn the power back on. I don't like this. Someone's butchered a deer and the evidence suggests that sick fuck has been in our house. Ja, reg dich nicht auf. Jemand hat sie absichtlich entfernt, aber warum und was ist das für eine Maschine, mit der sie verbunden war? Die Frage, weil wir sind ja eigentlich auf der Suche nach so einem Sicherungsdraht, ne? Nee. Für den Kasten. Nee. Die ist, glaube ich, schon... Ganz normale Drehsicherung, ja. Aber die sah zu kurz aus. Da kann man sich... Müsste man ausprobieren. Ab nach Hause. Ja, wenn ich weiß, wo zu Hause ist. Große Grundstücke sind selber schuld, wenn sie immer verlaufen. Day, some twisted kids in the area played with the occult, but I don't think this could have been them. Besides, the equipment that was inside it looked military grade. Clearly, the locals make new neighbors feel welcome. I just hope the steak is for turkeys on Thanksgiving. Na, ob wir nach Hause finden, bevor es dunkel wird? Ich hoffe es. Nur er lebt nach. Da ist er. Doch gar nicht so schwer. Also den Keller. Also ich glaube nicht, dass das die Sicherung ist. Sie noch da? Sie ist nicht da. Doch, das ist sie. So, jetzt macht das Gerät wieder. Ja, gut. Das Kackpferd, ey. Tatsache, guck. The power's back on, I guess. Interesting. Or maybe it's no big deal. Maybe I've just been reading too much Poe. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb, considering her mood swing. And it's only the third month. What's it gonna be like by the ninth? Ja. Können wir auch vorstellen, dass dahinter jemand eingemauert wurde. Ja, da. Was? Nee, da nicht. Die Richtung. Genau. Nee, dann nicht. Bill, Jesus, why? You want me to have a heart attack? Cool, huh? Wonder if some magician used to live here. Sure, Harry fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that hat. Actually, where did you find it? I just read about one like this. Upstairs. Now watch carefully. If it's a rabbit, I want it for dinner and a stew. Ta-da! Clever. You think you can sugarcoat the work for me with magic? Where do we start? Darling, do I really have to remind you what the doctor said? You've done it plenty of times already, but really, I don't have to sit idle. Gerade wird das Bild aber extrem schlecht. Ah, jetzt ist es nicht gut. Critical. I'm just pregnant, remember? But fine. Ja, streich doch mal tun. Und einfach nur schwanger, ja. So eben. Streich die Wand an, ne? Wie ja. Also nicht scheiß die Wand an, sondern streich dir die Wand an.
musst du schon jetzt einen Pinsel suchen, weil ich glaube nicht, dass oder die ich den nehme sieht, ihr den oder? Pinsel einfach weg, genau. So. Lass mal einfach mal machen hier. If I can't help you, I'll pester you with questions. Have they called you from work yet? No. And did you give them a new number? Honey, it's the government. They even know the angle you're tilting your head at. Gives me the creeps. Das ist wie so ein Renovierungsspiel, ne? Ja. Noch so toll. Ich finde das so. Zumindest der Teil, den ich gestrichen habe, der ist sauber. Ja. Ihr könnt ja der Unterhaltung folgen, ich muss mich auf die Wand konzentrieren. Genau. Auch schon fertig. What are you staring at? Can you move that piece of furniture? There's something behind it. Ach je, ich soll hier streichen. Nee. Soll ich jetzt streichen oder Möbel rücken? Ja, wohin denn? Ah, links. Nach rechts, D. Ich will dieses Kackbild. Noch weiter, okay. Oh Gott. Now I regret putting that thing on my head. I wonder who that guy was. Maybe if we hang this in the bedroom, you'll come to us in our dreams and tell us everything. I'd hang you first. Okay, okay. Sorry, buddy, you're going to the basement. That's the proper place for gentlemen from the previous century. Schon wieder einige Tage später. Die Zeit vergeht. Mhm. Telefon. Oh, heißer Teppich, ey. Ja, aber haben wir schon gut hingekriegt hier. Da bist du besoffen. Wo ist denn das Telefon? Der hat schon, ja, der hat einen Kater, guck das an. Hm. Wow. Wo ist es? Ui. Wow, das sieht sehr cool aus da. Ja. Hello. It's David. So, this is it, boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought maybe he was killed by bears or wolves. I better call him. Because you're stuck in the middle of nowhere, right? Yeah, I'm stuck in every possible way. You're not the only one. Three quarters of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams. What happened? I don't know. Stress. He's been paranoid lately, seeing Soviets everywhere. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Fuck, on our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides. To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. Oh, kann er mal ruhig stehen bleiben? Wird er ganz übel, ey. Meine Herren. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. There goes my vacation. The cipher machine is in the office. I've wasted enough time already. President Carter's speech, entitled Crisis of Identity, was concluded with a reflection concerning the Soviets. Their most powerful weapon is not the atom bomb, but a unique capacity to drive other nations into madness and chaos. Carter believes that at this stage of the Cold War, our nation needs unity more than anything else, because our enemy's only chance is in making Americans doubt their government and all the values that this country has been built upon. In other news, the St. Louis Cardinals won yesterday's game at the Memorial Stadium. Hello, Pa.
Die Russen wieder. Richtig. Eckhart, geh mal in den Keller gucken. Ich glaube, die Russen sind da. Das sieht nach Büro aus.